Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweifler und Druckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fury. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fury, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrip, das ist Hit, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Jinga und seine Freunde erreichen den Tempel, in dem sie ein Stammfragment vermuten. Sie können das große Tor nicht öffnen, das den Eingang blockiert. Yuki kann das Rätsel lösen und lässt seine Nubius eine Bahn ziehen, die das Tor öffnet. Im Inneren treffen sie auf den Blader Dynamis, der den Tempel bewacht. Er beglückwünscht die Ankömmlinge für ihren Erfolg. Doch Ryuto verlangt, dass ihm das Stammbruchstück sofort ausgehändigt wird. Dynamis erklärt, ein Blader müsse es wert sein, das Stammfragment zu besitzen. Und Kyoya will gleich seine Stärke zeigen. Aber Ryuto kommt ihm mit Omega Dragonis zuvor. Ein heftiger Kampf entbrennt zwischen ihm und Dynamis Beyjay Jupiter, den Ryuto zu gewinnen glaubt. Doch Dynamis kommt nicht ins Wanken, sondern ruft die Mächte des Sonnensystems an. Ein Wirbelsturm steigt in der Arena auf und lässt Jay Jupiter hoch in den Nachthimmel fliegen. Dann ruft Dynamis seinen Special Move Grand Lightning aus und der Gott Zeus lässt einen Blitz in die Arena fahren. Als sich der Rauch legt, ist Ryutos Bey geschlagen. Dynamis bleibt völlig gelassen und fragt die Gruppe, wer als nächster gegen ihn antreten will. Also, meine Freunde, wer von euch ist als nächster dran? Ah. Kyoya, willst du? Ha, ich hab noch nie die zweite Geige gespielt, das ist ja wohl klar. Macht doch, was ihr wollt. Kyoya, mein Freund. Oh? Na schön, dann versuch ich's. Nein. Hä? Ich zuerst. Herr Jinga. Auf geht's, Pegasus. Sehr schön. Du wirst als Nächster verlieren. Entschuldige bitte. Überlass das einfach mir, okay? Ich verstehe. Du schaffst das, Jinga! Schick den Kerl ins Weltall zurück, Jinga! Ich muss mit meinem Pegasus seinen Jupiter erreichen. Lass uns anfangen. 3, 2, 1, let it rip! Zeig, was du kannst, Pegasus! Barrage Vogt! Ja! Herr Jinga! Er schlägt blindlings los. Was ist das für eine Strategie? Wenn er sich schon so früh verausgabt, ist es hoffnungslos. Jupiter wird in den Verteidigungsmodus gehen. Und der Kampf wird wie der letzte mit einer Niederlage enden. Jinga! Entspann dich, hörst du? Ich bin doch entspannt wie ein Gummibärchen. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, ist, sein Bay permanent anzugreifen. Go, Pegasus! Upper Mode! Ja! Aufgepasst, Wächter! Wenn ich das mache, kannst du nicht in den Verteidigungsmodus wechseln. Jetzt verstehe ich! Das ist also sein Plan. Hä? Würdest du uns freundlicherweise einmal aufklären? Jinga versucht nur durch seine permanenten Attacken zu verhindern, dass die Metallkugeln nach innen wandern können. So wie umgekehrt Dynamis den Schlag von Dragonis Special Move dazu benutzt hat, die Kugel nach außen wandern zu lassen. Ach, so ist das, hä? Herr Jinga zwingt Jupiter nur im Aushaltemodus zu bleiben. Deswegen schlägt er ständig auf ihn ein. Jetzt verstehe ich. Er hat wohl gesehen, wie Dynamis mich fertig gemacht hat. Ganz schön gerissen, der Kerl. Durch seine Zentrifugalkraft ist Jupiter im Angriff und in seiner Ausdauer gefährlich. Aber bei einem Frontalzusammenstoß dürfte Pegasus kaum noch zu toppen sein. Jetzt habe ich's verstanden. Dann mal los, go, Jinga! Jetzt schlag noch fester zu! Was liegt an, Mann? Komm schon, hast du nicht Lust, mich auch mal anzugreifen? Ich wusste, dass du so vorgehen würdest. Allerdings habe ich nicht vor, auf deine Strategie einzugehen. Oh nein, er will in den Verteidigungsmodus wechseln. Nicht, wenn ich das nicht zulasse. Pegasus! Wow! Hm? Was ist das?
könnte es sein? Zeitverschwendung. Oh. Ich hatte recht. Die Metallkugeln sind noch immer in der inneren Position. Sie sind unverändert. Hä? Was meinst du mit unverändert? Wie soll das denn funktionieren? Ah, warte doch mal bitte. Es stimmt wirklich. Die Lage der Metallkugeln hat sich seit Beginn des Kampfes nicht ein bisschen verändert. Jupiter hatte von Anfang an den Verteidigungsmodus gewählt. Daran liegt es. Bist du sicher? Von Anfang an? Das liegt auf der Hand. Bevor der Kampf anfing, hat dein Nemesis die Metallkugeln blockiert. Offenbar ist Jupiter in der Lage, im Voraus zu bestimmen, in welchem Modus er kämpfen will. Das macht ihn natürlich unberechenbar. Das ist doch verrückt. Unglücklicherweise konnte ich deine Strategie vorhersehen. Du kannst angreifen, so viel du willst. Jupiter wird seinen Verteidigungsmodus nicht mehr verlassen, Jinga. Wie willst du jetzt mit Jupiter fertig werden? Hä? Oh nein, wie konnte ich damit rechnen, dass er das voraussehen würde? Aber für eine Änderung des Plans ist es zu spät. Ich kann nur Pegasus dazu antreiben, die Verteidigung von Jupiter zu zerstören. Pegasus! Smash Mode! Bleib dran! Du kannst es schaffen, Pegasus! Ha! Er hat seine Strategie nicht durchblickt. Der Kerl hat absichtlich seine Karten im ersten Gefecht so offengelegt. Eindeutig. Er wollte Jinga dazu verleiten, im Kampf alles auf Angriff zu setzen. Das würde ja heißen, dass der Kampf gegen mich nur eine Vorbereitung für diesen Kampf gewesen ist? Aha! Wir werden hier zum Narren gehalten. So sieht's aus. Dein Nemesis ist sehr clever vorgegangen. Zuerst schlägt er Ryuto und jetzt hat er damit Jinga in der Hand. Was ist los, mein Freund? Am Ende bist du auch nicht viel mehr als ein kleiner Stern, der meinen großen Planeten umkreist. So ist das. Hast du verstanden? Oh, reiß deine Klappe nicht so weit auf! Egal, mit wem ich es zu tun habe, ich gebe nicht eher auf, bis der Kampf vorbei ist! Ah! Oh, Pegasus! Nein! Das ist nicht gut. Er zuckt nicht einmal. Seht doch nur, Pegasus schwankt schon. Das ist wirklich traurig, dass ich dich jetzt schon an die Grenzen deiner Kraft getrieben habe. Wie konnte das Sternfragment dich treffen? Es ist eine Ehre, ein legendärer Blader zu sein, und du bist es nicht wert. Oh. Ich verstehe. Du hast recht. Was? Ich habe mir auf die Vorstellung, ein legendärer Blader zu sein, etwas eingebildet. Und dann wollte ich die anderen finden. Und dann hat er mich auf die ganze Wahrheit aufmerksam gemacht. Jinga, du kontrollierst deinen Bay noch gar nicht wirklich! Wow! So kannst du dich auf seine Kraft nicht verlassen! Ah! Aber seitdem habe ich hart trainiert, um ein wahrer legendärer Blader zu werden. Der es wert ist, einen Cosmic Pegasus zu besitzen. Und deswegen werde ich hier auch auf keinen Fall verlieren. Das ist es, worauf ich vertrauen kann. Solange Pegasus und ich noch unseren Special Move in die Waagschale werfen können, werde ich auch nicht verlieren. Und wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen. Ja, Herr Jinga, du hast völlig recht. Immerhin hast du deinen besten Trumpf ja noch gar nicht ausgespielt. Jinga, zeig dieser alles mögliche prophezeiende Quasselstrippe endlich, dass wir hier nicht auf dem Karneval sind. Genau, schnapp ihn dir. Lass nicht nach, Jinga. Wow! Auf geht's, Pegasus! Special Move! Pegasus! Cosmic Tornado! Was? Ja, Baby! Was ist das? Das war ja so knapp! Er hat die Balance verloren! Mach ihn fertig! Ja, bring's zu Ende, Herr Jinga! Okay, greif noch mal an! Los! Pegasus! Interessant. Es ist dir also gelungen, die Kontrolle über einen Bay mit der Sternkraft darin zu gewinnen. Das ist wirklich beachtlich. Es kommt mir so vor, als wärt ihr wahrhaftig Blader, denen man das Schicksal der Welt anvertrauen darf. Hä? Da kommt er! Sein Special Move! Kommt mit mir, Freunde!
Ich erzähle euch alles. Ich freue mich, dass meine Pflichten erfüllt sind. Was? Sind wir? Vor langer Zeit fiel einmal ein Stern vom Himmel. Hä? Aus seiner Sternkraft haben sich die Base von heute entwickelt. Diese Legende erzählt man sich in Coma Village. Die Legende vom Ursprung unserer Base, oder? Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, hat allerdings noch ein paar Jahrtausende früher stattgefunden. Es gab noch ein anderes Sternbruchstück, was bereits auf die Erde niedergegangen war. Ein paar Jahrtausende früher, sagst du? Oh ja. Dieses Sternfragment hatte die schwarze Sonne gestreift, die unsere Sonne in 26 Millionen Jahren einmal umkreist. Oh! Versteht ihr, auf seiner unvorstellbar langen Reise zur Erde hat es eine große Menge negativer Energie von der schwarzen Sonne absorbiert. Was? Das ist nicht gut. Glücklicherweise fiel die negative Kraft der schwarzen Sonne nicht unmittelbar in die Hände der Menschheit. Als Ergebnis davon entwickelte sich eine große Bay-Zivilisation, die unserer heutigen nicht unähnlich ist. Sie ist auf die Sternkraft in diesem Base zurückzuführen. Es gab damals schon erstaunliche Bay-Kulturen? Ja, leider. Hm? Diese friedlichen Tage sollten nicht allzu lange andauern. Ein Teil des Sternfragments, das die Energie der schwarzen Sonne in sich trug, wurde dem damaligen Herrscher gebracht. Hades. Diese negative Kraft ruft das Negative im Menschen hervor. Hades zog die negative Energie aus dem Sternfragment ab und schuf den stärksten Bay, Nemesis. Mit diesem Bay konnte er diejenigen bestrafen, die mit seiner Tyrannei nicht einverstanden waren. Bestrafen? Was verstehst du unter bestrafen? Er vernichtete alle, die ihm zu widersprechen wagten. Er versuchte, eine Welt zu schaffen, die seinen verrückten Ideen entsprechen sollte. Ein Monster! Furchtbar! Allerdings war die Kraft der schwarzen Sonne viel größer, als er sich vorgestellt hatte. Nemesis geriet außer Kontrolle und wurde zum Gott der Zerstörung selbst, der die ganze Welt zerstören wollte. Was für eine tödliche Macht muss das sein? Völlige Zerstörung. Doch damals lehnte sich der König des Nachbarlandes Zeus gegen König Hades auf. Er versammelte 5 tapfere Blader um sich, um gegen den Gott der Zerstörung in den Kampf zu ziehen. Diese 5 Blader besaßen Base, die wie Nemesis die Kraft des Sternenfragments in sich trugen. Um die Macht der schwarzen Sonne zu besiegen, die aus den Tiefen des Alls gekommen war, benutzten sie Base, die Kraft unseres Sonnensystems besaßen. Aber nachdem er sich in den Gott der Zerstörung verwandelt hatte, war Nemesis Kraft unglaublich groß. Auch mit der Kraft unseres Sonnensystems war es nicht leicht, die schwarze Macht zu besiegen. Die Schlacht der 5 Krieger mit Nemesis dauerte an, ohne dass ein Ende in Sicht war. Im Laufe des Kampfes wurden die Krieger verletzt, ermüdeten und verbrauchten all ihre Kraft. Aber gerade als es so aussah, als gäbe es für unsere Welt keine Hoffnung mehr, wurden die Kräfte unserer Mutter Erde Gaia erweckt. Unsere 5 Krieger wurden mit dieser Kraft gesegnet und konnten sich noch einmal gegen Nemesis erheben. Sie vereinten die Kraft von Gaia und die Kraft der 5 Planeten zu einer einzigen. So waren sie schließlich in der Lage, Nemesis zusammen mit der Seele von Hades tief ins Erdinnere zu verbannen. Ein Glück! Und so konnte die Welt noch einmal vorübergehend vor der Zerstörung gerettet werden. Hä? Hast du vorübergehend gesagt? Hades wurde tief in die Erde verbannt. Aber das heißt nicht, dass Nemesis völlig zerstört wurde. Oh,
Vergesst es nie. Ein neues Licht wird eine neue Dunkelheit hervorrufen. Und wenn es soweit ist, wird die wahre Zerstörung beginnen. Kurz bevor er verbannt wurde, versprach Hades, dass er wiederkehren würde. Was ist denn jetzt los? Haben wir das eben geträumt oder was war das? König Zeus hat diesen Tempel einem der fünf Krieger gegeben. Hört mir gut zu. Dem Krieger wurde aufgetragen, die Botschaft von Hades an seine Nachfolger weiterzugeben. Bist du einer der Nachfolger? Ein Nachfolger der Bladerkrieger, die schon vor tausenden von Jahren Nemesis bekämpft haben? Viele Sternschnuppen sind gefallen. Sie schlagen immer wieder auf unserer Erde ein. Ein Sternfragment ist das Orichalkum von Atlantis. Der Schatz der Mayas wird ein weiteres genannt. Und immer ist damit ein weiterer Schritt der Menschheitsgeschichte einhergegangen. Ich verstehe. Deswegen finden sich so viele Spuren davon auf den Ruinen des Altertums, die überall auf der Welt verteilt sind. Wie traurig. Hä? Die Leute haben immer wieder denselben Fehler gemacht und das Böse wachgerufen. Die Kraft der Sternfragmente kann auch missbraucht werden. Das hängt ganz von ihrem Besitzer ab. Und Leute, die die Sternkraft für ihre finsteren Zwecke missbrauchen wollen, wie Doji und Ziggurat, haben immer schon existiert. Das stimmt doch, oder? Und jedes Mal beginnt der Kampf zwischen Gut und Böse von Neuem. Nemesis absorbiert heimlich die Kraft dieser bösen Menschen und bereitet sich auf seine Wiedergeburt vor. Mit einem funkelnden Licht, das vom Himmel herabsteigt, wird ein neues Sternfragment eintreffen und eine große Kraft erwecken. Das ist doch die Legende von Coma Village, die ich von meinem Großvater gehört habe. Um Nemesis wieder zum Leben zu erwecken, ist die gewaltige Kraft dieses Sternfragments erforderlich. Versteht ihr? Mit Hilfe der alten Tempelruinen konnte ich die Vorhersage der Wiedergeburt von Nemesis zeitlich bestimmen. So wartete ich auf den Tag seiner Ankunft. Und um das Böse daran zu hindern, die Macht zu ergreifen, nutzte ich an diesem Tag die Kräfte, die in diesem Tempel aufbewahrt sind. Damit konnte ich den Meteoriten in verschiedene Fragmente zertrümmern. Du meinst, das Sternfragment hat sich gar nicht nach seinem eigenen Willen aufgeteilt? Oh doch, das Sternfragment hat mit Sicherheit ganz allein seine Einschlagsorte gewählt. Hä? Leider glaube ich, dass das Böse bereits einen Teil des Sternfragmentes besitzt. Welches Böse meinst du? Willst du damit etwa sagen, dass Nemesis bereits im Begriff ist, wiederzukehren? Wenn Nemesis noch einmal zu seiner ganzen Machtfülle gelangt, dann müssten die fünf Bays unseres Sonnensystems noch einmal vereint werden. Die Kraft des Sternfragments ist bereits in diese fünf Bays eingeschlagen, wie ihr wisst. Einer kam zu mir. Der Stratege im Kampf und die rechte Hand von Zeus. Der Jupiter-Bladerkrieger ist in meinem Bay, Jade Jupiter. Ein anderer ist der mutige Befehlshaber und Saturn-Bladerkrieger und sein Saturn-Bay, Kronos. Ein weiterer ist der Mars-Bladerkrieger, ein furchtloser Angreifer, der immer in vorderster Linie steht. Und sein Mars-Bay, Very Ares. Der nächste ist der Nachfolger des Venus-Bladerkriegers, der Nemesis mit seinen ständig veränderten Techniken zum Narren hält. Und sein Venus-Bay, Quetzalcoatl. Hä? Quetzalcoatl? Und ein weiterer traf den Nachfolger des Merkur-Bladerkriegers, der seine Krieger zusammenrief und mit seinem Reichtum und seiner Weisheit König Zeus unterstützte. Und sein Merkur-Bay Anubis. Wow. Wow. Jeder, der ein Stück dieses Sternfragments besitzt, hat seine eigene Rolle zu spielen. Es war sehr gut, dass du alle hierher geführt hast. Dann heißt das, Wow, du bist auch ein Nachfolger der fünf Bladerkrieger, die Nemesis damals bekämpft haben. Das ist ja toll, Yuki. Ich bin ein Nachfolger der sagenhaften Bladerkrieger. Und es dürfte auch kein Zufall gewesen sein, dass das Sternfragment mich auserwählt hat. Dann sind die legendären Blader also die Nachfolger der fünf Bladerkrieger, die Sonnensystem-Base selbst besessen haben. Coolio! Ja, und Daguma und King wurden auf dieselbe Art und Weise und zum selben Zeitpunkt von dem Sternfragment auserwählt. Das hat er also damit gemeint, dass das Sternfragment nicht einfach von jemandem genommen werden kann, um es selbst zu besitzen. Mist.
Aber ich habe da noch eine kleine Frage. Hä? Kyoya, mein Freund! Und was ist? Zum Beispiel mit meinem Leon? Wieso ist die Kraft des Sternfragments auch in Jingas Pegasus und Ryugas Eldrago eingeschlagen? Was hätte das zu bedeuten, ha? Oh, ich schätze, mein Pegasus ist auch ein Sonnensystem, Bay. Das Sternfragment ist doch in 10 Stücke zersplittert. Ist diese Anzahl wirklich korrekt? Wenn sich eins davon im Besitz des Feindes befindet und sich 5 auf die Nachfolger der Bläderkrieger verteilen. Hey, das kommt doch überhaupt nicht hin, oder? Dein Nemesis, was heißt das denn? Das heißt, dass... Okay, die Schulstunde fällt aus, Kinder. Mann, Leute, das war ja eine Schweinearbeit, das Tor aufzukriegen. Johannes, Aguma. Ach, traue niemals einem Wiese. Die Übeltäter, die Gefolgsleute von Hades. Tja, Leute, ich finde ehrlich, jetzt habt ihr aber genug getratscht. Das Beste wäre es, wenn ihr die Klappe halten und uns kampflos folgen würdet.